Hier ist Ihr Journal von Regio TV Bodensee. Die Nachrichten aus Ihrer Region gibt's in der kommenden halben Stunde. Unter anderem haben wir heute diese Themen: Integrationspreis. DFB prämiert Allgäuer Schule. Rechtskunde. Flüchtlinge sollen Recht und Ordnung lernen. Podiumsdiskussion. Vertreter von Parteien diskutieren in Biberach über die Wirtschaft. Und Frühlingsgefühle. Die Sonne bleibt in der Region. Rund 470 Demonstranten sind gestern in Weingarten auf die Straße gegangen. Warum? In Baden-Württemberg sollen ab nächstem Semester wieder Studiengebühren eingeführt werden. Allerdings nicht für alle Studenten. Anna Kratki war bei der Demonstration dabei und hat nachgefragt, wer zur Kasse gebeten werden soll und was die Studenten davon halten. Wir brauchen euer Geld nicht. Das ist die Botschaft von rund 470 Studenten, die am Dienstag in Weingarten gegen Studiengebühren demonstriert haben. Diese sollen nämlich in Baden-Württemberg wieder eingeführt werden. Aber nicht für alle Studenten. Also ich denke, dass es nicht sein kann, dass Studiengebühren eingeführt werden für eine Minderheit der Studenten, obwohl eigentlich alle Studenten, die es hier gibt im Land Baden-Württemberg, das Loch in die Haushaltskasse reißen. Also es kann dann nicht sein, dass jetzt eine Minderheit hergezogen wird und dann heißt die vom Zweitstudium und die International Student zahlen. Und dann kann es auch nicht sein, dass wir hergehen und sagen, ja, wir haben hier eine Schuldenbremse, wir müssen sparen. Wir dürfen nicht an der Bildung sparen. Bildung ist nachhaltig, es ist nachgewiesen. Es ist einfach an der Zeit, dass wir das Geld in die Hand nehmen und in die Bildung investieren. Zur Kasse gebeten werden sollen also nur Studenten aus dem EU-Ausland mit 1.500 Euro pro Semester und jene, die ein Zweitstudium absolvieren, mit 650 Euro pro Semester. Der Vorwurf der Demonstranten? Durch die Studiengebühren würden Nicht-EU-Bürger und Studenten aus sozial schwachen Schichten diskriminiert werden. Diese Meinung teilt Theresia Simon, Prorektorin der Hochschule Ravensburg-Weingarten, nicht, aber... Es ist ihr gutes Recht zu demonstrieren. Ich bin froh, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben und die Studierenden das Recht haben, hier ohne belangt zu werden, auch ihre Meinung zu sagen. Das ist ein wertvolles Gut, das wir uns unbedingt erhalten sollen. Und dieses Recht tun die Demonstranten von der Pädagogischen Hochschule und der Hochschule Ravensburg-Weingarten auch lautstark kund. Wir sind alle für eine freie Bildung und Studiengebühren, das wollen wir nicht. Und darum sind wir hier und wir kämpfen dafür. Ja, für einen guten Zweck muss man schon machen. Am Ende trifft es auch noch. Weil Bildung für alle wichtig ist. Wir brauchen Bildung und nicht nur, dass man ein Studium machen kann, sondern auch ein zweites Studium. Das ist einfach wichtig. Anlass für die Demonstration war der Besuch der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie findet es richtig, dass Studenten aus dem EU-Ausland Studiengebühren bezahlen sollen, da sie auch eine intensivere Betreuung benötigten. Aber was sagen Zuschauer über die Demonstration? Ich finde es gut, dass die Jungen sich wehren, weil alles so teuer ist oder wird. Und die Geld haben, sind immer diejenigen, die im Rückstand bleiben. Ohne Zwischenfälle ging laut Polizei die Demonstration friedlich gegen 16 Uhr vor der Hochschule zu Ende. Sozial benachteiligten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln und sie so in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist das Ziel des Werkrealschullehrers Manuel Lutz aus Bad Wurzach, als er vor 7 Jahren ein Fußballkonzept für seine Schüler entwickelt. Was als einfache Fußball-AG begann, wurde heute mit dem DFB-Integrationspreis ausgezeichnet. Und bei der feierlichen Preisübergabe war sogar ein Promi mit dabei. Ein Autogramm vom ehemaligen deutschen Nationalspieler. Fast schien die Anwesenheit von Claudemir Geronimo Barreto, besser bekannt als Kakao, für die Schüler der Werkrealschule Bad Wurzach der größte Preis zu sein. Kakao sitzt gemeinsam mit dem Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft Oliver Bierhoff in der Jury des DFB-Integrationspreises. Fußball sei perfekt dafür geeignet, Grenzen zu überwinden und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, so der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart. Es spielt ja auch erstmal keine Rolle, woher man kommt und ob man die Sprache spricht oder nicht. Es gibt, man sagt ja, die Sprache des Fußballs. Und das ist ja da ein wichtiger Kriterium, dass jeder einfach von vornherein willkommen ist. Und dazu gilt es auch, dass in Fußball eine Regeln gibt, die weltweit gilt. Und jeder muss sich da anpassen.
Ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, das ist auch das Ziel von Lehrer Manuel Lutz, der das Fußballprojekt vor 7 Jahren ins Leben gerufen hat. So will er zum Beispiel Struktur in das Leben sozial benachteiligter Kinder bringen und Kinder mit Migrationshintergrund in das Schulleben integrieren. Immer wenn wir auf dem Pausenhof Gespräche führen, kommt so eine Frage wie, wann haben wir das nächste Spiel, wann ist wieder ein Turnier? Und das allein ist Motivation genug. Und Manuel Lutz und seine Kollegen wollen weitermachen. Das nächste Projekt sei schon in der Schublade. Zu den Kurznachrichten. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat in einem von 2 Verfahren im Zuge des Skandals um die Pfullendorfer Kaserne die Ermittlungen eingestellt. Im Falle der Praktiken der Kampfsanitäterausbildung bestehe laut Staatsanwaltschaft kein ausreichender Anfangsverdacht für verfolgbare Straftaten. Die Staatsanwaltschaft habe darüber hinaus nicht zu prüfen, ob die Praktiken eventuell moralisch zu beanstanden seien. Anders sieht es dagegen bei dem zweiten Verfahren aus, das die Aufnahmerituale betrifft. Hier stehen Vorwürfe der Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung im Raum. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 7 Beschuldigte mit Mannschaftsdienstgraden. Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach gegründet. Die katholische und evangelische Kirche sowie das Landratsamt möchten sich mit weiteren Partnern für die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung Deutschlands stark machen. Bei der Gründungsveranstaltung im Foyer der Kreissparkasse Biberach trafen sich alle Beteiligten zur Unterzeichnung der Urkunde. Wie die Arbeit des Bündnisses im Detail aussieht, wird sich nach den Bundestagswahlen im Herbst zeigen. Dann tritt die Vollversammlung zusammen. Diesen Termin haben die Beteiligten bewusst gewählt, weil sie keine Alltagspolitik und keine Parteipolitik machen wollen. Grünes Licht für Baden im See. Sei es das Strandbad in Langenargen, am Strandbad in Friedrichshafen oder im Seeraum vor dem Zeltlager in Seemoos. Die Wasserqualität des Bodensees ist zum Baden ausgezeichnet, so das Sozialministerium. Leicht getrübt sind die Badegewässer andernfalls im Frei- und Seebad der Hefler und vor dem Freizeitgelände in Manzell. Dort ist die Wasserqualität nur gut, so wie 2016 auch schon. Aufatmen auch im Ehreskircher Strandbad. Nach dem Dunkelrot in der vergangenen Saison, da war die Wasserqualität mangelhaft, bescheinigt die Badegewässerkarte 2017 des Landes den Ehreskirchern jetzt ein ausreichend. Stadt Lindau schickt Straßenkünstler von der Hafenpromenade. Die Straßenkünstler an der Lindauer Hafenpromenade braucht man künftig nicht mehr lange suchen. Die Stadtverwaltung hat sie alle an den Rüberplatz verwiesen. Einige der Künstler macht das wütend. Ihrer Meinung nach ist die neue Lage schlecht. Vorher hatten sie ihre Stände am ganzen Hafen entlang aufgestellt. Die Stadtverwaltung beruft sich indes auf eine Satzung, nach der die Straßenkünstler dort eigentlich noch nie hätten stehen dürfen. Bislang sei dies nur nicht streng kontrolliert worden. 140 Parkplätze sind entfallen, fast 200 kommen neu dazu. Die Firma Winterhalter aus Meckenbeuren hat ihr Parkplatzproblem gelöst. Gegenüber dem Hauptgebäude ist die Fläche zu finden. Möglich wird damit für den Spülspezialisten ein Neubau im rückwärtigen Bereich. Das 15 Millionen Euro teure Logistikzentrum mit Bürogebäude soll bis Sommer 2018 fertiggestellt sein. Zudem tritt Winterhalter seit kurzem als Namensgeber für das benachbarte Sportgelände auf. Das Areal des TSV Meckenbeuren heißt nun Winterhalter Sportanlage. Der Böttinger Ortskern bekommt ein neues Gesicht. In dieser Woche beginnen die Abbrucharbeiten der ehemaligen Molke direkt an der Böttinger Kirche. Bis 2020 soll das komplette Umfeld der Kirche neu gestaltet werden, um Raum für öffentliche Veranstaltungen zu schaffen. Gesamtkosten 2,5 Millionen Euro. Die Optik rund um die Kirche ist wenig schön. Der Putz an der Pfarrgartenmauer blättert ab, hinter der Kirche wächst Moos auf Zwischenflächen. Dort sollen bald Sitzbänke und ein Brunnen zum Verweilen einladen. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. Richter sind unabhängig und unbestechlich. Und wenn dir jemand das Handy klaut, dann ist es nicht deine Aufgabe, den Dieb zu fangen, sondern die der Polizei. Klingt alles nicht neu? Nun ja, für Menschen aus fernen Ländern vielleicht schon. Und deshalb sollen sie alle nun Nachhilfe in Rechtskunde bekommen. Das will jedenfalls Justizminister Guido Wolf. Michael Scheier war bei der ersten Unterrichtsstunde dabei. Justizminister Guido Wolf steht sozusagen vor der Tafel im Klassenzimmer. Da unten ist Bayern, da oben ist Nordrhein-Westfalen. Es geht um Deutschland, aber natürlich nicht um Geografie, sondern um Rechtskunde. Deutschland ist ein Rechtsstaat und was das zu bedeuten hat, das sollen Flüchtlinge nun beigebracht bekommen. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, das Gewaltmonopol hat die Polizei.
Wir machen das mit Bildern, mit einfachen, klaren Botschaften und wir wollen natürlich auch mit den Flüchtlingen diskutieren. Wir wollen hören, wie sie auf diese Informationen reagieren. Richtig ankommen, Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge, wird vom Ministerium der Justiz und für Europa geleitet und auch finanziert. Am Mittwoch hat der Justizminister das Vorhaben in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen vorgestellt. In jeweils 4 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten stehen Themen wie Wahlrecht, Justiz und Gleichberechtigung auf dem Lehrplan. Viele kommen in guter Absicht, viele schaffen es schnell, sich mit unseren Werten auch anzufreunden, aber anderen gelingt es nicht. Und unser Anspruch ist es, dass diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, auch unsere Werte achten. Und deshalb wollen wir ihnen das vermitteln, denn wenn wir es ihnen erst einmal gezeigt haben, vermittelt haben, erklärt haben, dann haben wir einen noch höheren Anspruch, dass sie sich auch daran halten. Zumindest diejenigen, die sich daran halten wollen. Und denjenigen, die sich nicht daran halten wollen, denen könnte die Justiz nun schneller vorhalten: Wir haben es euch doch gesagt. Lehrermangel, überfüllte Klassen und Unterrichtsausfall. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann war gestern für Gesprächsrunden in Tuttlingen und am Schülerforschungszentrum Bad Saulgau zu Gast. Mehr zu ihrem Besuch sind Sie gleich hier bei uns im Journal. Darf ich Sie was fragen? Welche Fernsehsendungen mögen Sie überhaupt nicht? So Trash-Sendungen. Okay, Hartz-IV-Fernsehen. Supermodel-Shows. Wettbewerbe, Castings. Alles, was zugestellt ist. Nicht bei uns. Denn bei Regio TV gibt es nur das Beste aus deiner Region. News, Magazine und vieles mehr direkt aus deiner Nachbarschaft. Über Satellit, das Kabelnetz und jederzeit und überall auf regio-tv.de. In HD und direkt aus unseren Studios in Stuttgart, Ulm und Ravensburg. Regio TV. Lehrermangel, die Zukunft der Schulen, hochwertige Bildung von frühester Kindheit an. Über diese und weitere Themen hat gestern die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann in Tuttlingen gesprochen. Zu der Diskussionsrunde kamen rund 200 Eltern, Lehrer und Vertreter der Stadt. Davor hat die Bildungsministerin dem Bad Saulgauer Schülerforschungszentrum im Landkreis Sigmaringen einen Besuch abgestattet. Ein Fahrraddynamo, der nicht Strom produziert, sondern Strom aufnimmt und als Motor funktioniert. Ein Schüler stellt Kultusministerin Susanne Eisenmann sein Projekt bei ihrem Besuch am Bad Saulgauer Schülerforschungszentrum im Landkreis Sigmaringen vor. Eine andere Schülerin präsentiert ihr Projekt zur Wasserreinigung. Das anschließende Hintergrundgespräch ist nicht öffentlich, anders als in Tuttlingen, dem nächsten Stopp. Zur Diskussionsrunde in die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule kommen rund 200 Lehrer, Eltern und Vertreter der Stadt. Zentrales Thema: der Lehrermangel. Das Problem: genug Stellen, aber zu wenig Bewerber und sehr viele Pensionierungen. Das Kultusministerium will deshalb spezielle Maßnahmen ergreifen. Dass Gymnasiallehrerinnen und Lehrer durch Fortbildung an Grundschulen unterrichten können, weil wir beispielsweise bei Deutsch und Englisch sehr viel Bewerber haben in diesen Fachkombinationen, die eben keinen Platz an Gymnasien bekommen. Es geht auch darum zu werben im Bereich Lehrerinnen und Lehrer, die nur ein Fach studiert haben, nicht zwei Fächer. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir sonst relativ rigoros handhaben, aber immer unter dem Gesichtspunkt Qualität und auch Fortführung unseres Grundgedankens. Im September 2016 gibt es rund 6.600 offene Lehrerstellen in Baden-Württemberg. Auch Tuttlingen ist davon betroffen. Die Folge: überfüllte Klassen, Unterrichtsausfall, viel Stoff in wenigen Stunden. Einige Eltern und Lehrer äußern gestern ihre Sorgen und Ängste. Wir sind eine der betroffenen Grundschulen, die ein massives Problem haben. Es sind 2 Pensionierungen nicht ersetzt worden. Das heißt, uns fehlen 2 Klassenlehrer. Wir haben also einen hohen Abmangel an Pflichtstunden und wir wissen ja jetzt nicht, wie es weitergeht. Wir haben 2 Klassen, denen man definitiv keinen Klassenlehrer zuordnen kann. Eine zufriedenstellende Antwort kann die baden-württembergische Bildungsministerin gestern nicht allen bieten. Susanne Eisenmann räumt Probleme ein, insbesondere im Grundschulbereich, sehr viele kleine Schulen, erinnert aber auch an das Recht auf Beschulung. Ich bin ja bereit und, glaube ich, sehr ehrlich in der Frage der Einschätzung. Aber vom Grundsatz her, dass es so ist, dass wir in Tuttlingen keine Beschulung mehr hinbekommen, entspricht nicht der Realität. Aktuelle Zahlen zu den benötigten Lehrerstellen oder zu erwartenden Schülern für die nächsten Schuljahre zu bekommen, erweist sich übrigens als schwierig. Das für Tuttlingen zuständige Schulamt Konstanz kann dazu momentan keine Daten liefern.
Es ging unter anderem um Teilzeitregelungen und Bürokratie. Bei einer Podiumsdiskussion gestern Abend in Biberach haben 6 Parteivertreter über Wirtschaft gesprochen. Im Zentrum standen an dem Abend vor allem die Arbeitgeberinteressen. Die Landesvereinigung Baden-Württembergische Arbeitgeberverbände hatte zu der Veranstaltung eingeladen. 90 Sekunden. Genau so viel Zeit haben die 6 Vertreter der verschiedenen Parteien auf dem Podium, um zu verschiedenen Themenbereichen Stellung zu nehmen. Trotz guter Konjunkturlage in Oberschwaben gibt es viele Themen, bei denen die Unternehmen Handlungsbedarf seitens der Politik sehen. Ja, es gibt Dinge, da fühlen sich die Unternehmen belastet, dass etliche Vorschriften gemacht werden, die für Bürokratie sorgen. Aber zum anderen sind es auch Themen, wo man Wünsche hat und sagt, es wäre zum Beispiel gut, im Rahmen dessen, was wir ja als Digitalisierungsprozess in unserer Wirtschaft mitkriegen, dass dort mehr Flexibilität auch zum Beispiel im Arbeitszeitrecht möglich ist künftig. In vielen Bereichen sind sich die Vertreter von CDU, SPD, FDP, AfD, der Linken und der Piratenpartei einig. Zu viel Bürokratie schade den Unternehmen. Außerdem seien die private und die betriebliche Altersvorsorge essentiell, um im Alter eine auskömmliche Rente zu haben. Einige Vertreter fordern aber, die betriebliche Vorsorge anders zu organisieren. In der Digitalisierung sehen die meisten Politiker eine Chance, weisen aber auch auf mögliche Sicherheitslücken hin. Die Vertreter der Parteien nehmen aus der Diskussion viele Anregungen mit in ihre politische Arbeit. Wir müssen schauen, dass wir unser Staatsgefüge durchschaubarer machen. Wir müssen schauen, dass wir Dinge, die vielleicht überkommen sind, dass wir die versuchen abzubauen. Ich war allerdings überrascht, dass das Thema Facharbeitermangel kein Thema war. Ich denke, fehlende Fachkräfte sind bei uns in Oberschwaben eigentlich ein Megathema. Die rund 50 Besucher, zumeist Unternehmer aus der Region, können nach dem Abend im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst vielleicht etwas besser einschätzen, welche Partei ihre Interessen vertritt. Die jugendlichen Stockschützen vom ESC Langenargen hatten bei den Südwestdeutschen Meisterschaften viel Grund zum Jubeln. Mit 2-mal Gold und je 1-mal Silber und Bronze war der ESC sehr erfolgreich am Start und konnte offensichtlich seinen Heimvorteil gut nutzen. Mehr dazu gleich bei uns. Darf ich Sie was fragen? Welche Fernsehsendungen mögen Sie überhaupt nicht? So Trash-Sendungen. Okay, Hartz-IV-Fernsehen. Supermodel-Shows. Wettbewerbe, Castings. Alles, was zugestellt ist. Nicht bei uns. Denn bei Regio TV gibt es nur das Beste aus deiner Region. News, Magazine und vieles mehr direkt aus deiner Nachbarschaft. Über Satellit, das Kabelnetz und jederzeit und überall auf regio-tv.de. In HD und direkt aus unseren Studios in Stuttgart, Ulm und Ravensburg. Regio TV. Herzlich willkommen zurück hier bei uns im Journal von Regio TV Bodensee. Wir machen weiter mit den Sportmeldungen aus der Region. Im Eisstockschießen holt die ESC-Jugend zahlreiche Medaillen bei den Südwestdeutschen Meisterschaften. Die U23 wurde klar vom ESC Langenargen dominiert. Hier glänzten Philipp Fritsch und sein Teamkollege Christian Späte vor dem drittplatzierten Kevin Krauskopf vom Friedrichshaller SV. Elias Reich vom ESC erreichte Platz 5. Auch in der U19 kam der Sieger aus Langenargen und es war wiederum Philipp Fritsch. Fritsch holte sich damit seine 2. Goldmedaille, ist dadurch erfolgreichster Stockschütze in Südwestdeutschland und für beide Bewerbe U19 und U23 startberechtigt bei der kommenden deutschen Meisterschaft. Am Wochenende haben die oberschwäbischen Leichtathleten in Weingarten ihre Regionalmeisterschaften ausgetragen. Gut vertreten waren dabei auch die Vereine aus dem Bodenseekreis. In der Männerklasse hat Stefan Gillich im Zehnkampf mit 5.791 Punkten einen passablen Wiedereinstieg geschafft. Im Zehnkampf wurde Birkenmeier mit 5.332 Punkten Zweiter. Lisa Schön gewann den W12-Vierkampf mit überlegenen 1.682 Punkten. Das schaffte auch in der W13-Klasse Anna Bauhuis mit bestenlistenfähigen 1.832 Punkten. Rasi Musi ist Zweiter bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft im Taekwondo geworden. In Ochsenhausen musste sich der Kämpfer der Speichinger Kampfschule Wushi im Finale knapp an die Kämpfer aus Saalmünster geschlagen geben. Zuvor hatte Musi in der Klasse bis 74 Kilogramm seine Gegner beherrscht und deutlich nach Punkten gesiegt. Mit Ayman Ben Aysa, Tobias Hage, David Gärtner und Rami Musi waren 4 weitere Sportler aus Speichingen in Ochsenhausen dabei. Das Quartett schaffte es als 5. oder 9. Platzierte nicht in die Medaillenränge. Sie haben morgen keine Lust auf eine große Wanderung mit Bollerwagen. Wir haben auch andere Dinge in der Region zu bieten, die Sie am Vatertag tun können. Hier sind die Freizeittipps.
Das Straßenfest Kultur und Genuss mit Musik und Buffet findet im Rahmen von Kultur in Heckbach am Donnerstag, den 1. Juni um 19 Uhr auf dem Marktplatz statt. Zu Gast ist die Gruppe Acoustic Voice String mit Sven Dittberner und Herbie Tussek. Die beiden Musiker aus dem Raum Biberach und Ulm spielen Coverhits von Cat Stevens, Jack Johnson, Eric Clapton und Led Zeppelin. Die Küche bereitet dieses Mal Moussaka zu, einen typisch griechischen Auflauf. Bei Regen findet die Veranstaltung im Festsaal statt. Schlemmen auf dem See. Morgen sticht die Messe Genuss pur on Tour auf der Graf Zeppelin, dem größten Charterschiff der Bodenseeschiffsbetriebe, in See. Neben dem Stopp am Donnerstag in Friedrichshafen legt das Schiff am Freitag in Meersburg und am Samstag in Lindau an. Mit an Bord sind edle Delikatessen, Weine und Brände. Spitzenköche zeigen auf dem Sonnendeck beim Showkochen ihr Können. Probieren ist selbstverständlich erlaubt. Wenn es um Schlager geht, kommt man an ihnen einfach nicht vorbei, den musikalischen Brüdern Bernd und Karl-Heinz Ulrich. Sie sind als die Amigos bereits seit 50 Jahren auf den Schlagerbühnen unterwegs. Die Echo-Gewinner von 2011 treten am Freitagabend ab 19.30 Uhr im großen Saal der Tuttinger Stadthalle auf. Der Tourtitel Das Beste vom Besten verspricht dabei Großes. Neben alten Klassikern haben die Brüder auch einige Stücke des neuen Albums wie ein Feuerwerk im Gepäck. Bei warmen Temperaturen von bis zu 21 Grad hat das Wetter heute zu einem entspannten Einkaufsbummel am Biberacher Marktplatz eingeladen. Ob die Temperaturen weiter steigen, das sehen Sie jetzt in unseren Wetteraussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Omira. Aus der Region für die Region. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Am Wochenende erwartet uns Bilderbuch Sommerwetter. Jetzt am Feiertag wird es noch nicht ganz so perfekt. Wir liegen nämlich noch in einer kühlen nördlichen Strömung, aber das Hoch Val Rita, das ist schon da und das macht sich schon bemerkbar. Es gibt nämlich schon recht viel Sonnenschein, besonders entlang des Oberrheins. Da scheint die Sonne teilweise schon ungestört. Sonst ziehen zeitweise noch ein paar Wolkenfelder durch. Besonders im Osten, besonders Richtung Tauberfranken, sind die zeitweise noch etwas kompakter. Regen ist aber kein großes Thema. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 und mit viel Sonnenschein auch mal bis auf 25 Grad. Bei uns in der Region bekommen wir am Feiertag einen Mix aus Sonnenschein und ein paar Wolkenfeldern. In den Vormittagsstunden, besonders in den frühen Vormittagsstunden, ist das Schauerrisiko noch minimal erhöht, aber sonst bleibt es dann trocken bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad. Und die nächsten drei Tage, die sind dann eigentlich schnell erzählt. Es bleibt meistens den ganzen Tag über strahlend sonnig. Es bilden sich da höchstens mal ein paar lockere kleine Quellwolken. Und die Temperaturen, die steigen Tag für Tag an. Am Sonntag knacken wir dann sogar die 30-Grad-Marke. Zum Start in die neue Woche bleibt es heiß. Allerdings brodelt es in der Atmosphäre. Wir müssen mit Schauern und Gewittern rechnen. Und dann gehen die Temperaturen zum Dienstag auch ein Stück zurück. Mitten in Bad Schussried soll ein neues Wohn- und Einkaufsquartier entstehen. Der Gemeinderat sucht nun nach einem Investor. Wir haben uns mit Meister Achim Deinert über die Suche unterhalten. Mehr dazu sehen Sie dann am Freitag hier bei Verbrügge Bodensee. Und für heute darf ich Ihnen einen schönen Feiertag wünschen. Am Freitag sehen wir uns wieder. Ihnen alles Gute. Tschüss.